Also das würde mich zumindest, weil ich hätte ja schon gedacht, dass er nach Lidstell geht. Also muss ich dieses Oxidationsmittel irgendwie zusammenbasteln. Mein Gott, wo habe ich das denn hingeworfen? Da doch irgendwo hin, ne? Jetzt gleich müsste es doch machen. Und? Ja, ja, jawoll! Ja, jawoll! Hui. Das soll wohl der Rauch. Soll das der Rauch sein? Wohin geht der denn jetzt? Der haut einfach ab. Oh, hat doch keine Lust mehr. Oh, wie schade. Ein Schlüsselbund. Gut, den leihe ich mir kurz aus. Jetzt habe ich den Schlüssel genommen. Für die Kapelle. Ja, dann machen wir das doch mal als erstes. Auch wenn ich jetzt eher tatsächlich... Hä? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich irgendwie die Jacke nehmen muss. Aber wisst ihr was? Das ist mir so egal. Dann gehe ich halt einfach mal ins Grab. Ohne die Erlaubnis. Scheiß mal drauf. Richtig so. Dies ist der Ort, an dem ich suchen soll. Ich kann es spüren. Der Schlüssel kann nicht weit weg sein. Hm. Was steht denn da oben Schönes drauf? Veine. Kommt mir nicht bekannt vor. Veine? Odire? Veine? Odire? Malite. Vielleicht ist es ein Name. Ja, das ist wahrscheinlich ein Name. Vielleicht sind das irgendwie Götter. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt müsste ich natürlich nur Latein können. Oder. Ich kann keine Inschrift erkennen. Nicht mal einen Namen. Vermutlich sind die Buchstaben verwittert. Ein steinernes Schloss. Merkwürdig. Vielleicht ist es nur ein Symbol in einer Steintafel. Ich glaube nicht, dass dieser Schlüssel dafür zu verwenden ist, ne? Vielleicht ist es nur ein Symbol in einer Steintafel. Ein Symbol in einer Steintafel. Hier liegt auch sonst nichts mehr rum, ne? Venire, Odire. Verkleben. Ein Stein vielleicht? Ja, gut, ich hab's jetzt verstanden mit dem Steinschloss. Da ist noch eine Ach, guck mal, hier unten sind noch Steinschalen. Ist leer. Ah, okay. Da ist nichts drin. Ha. Die Schale ist leer. Okay, wenn ich das jetzt irgendwie richtig zusammenschuster für mein Köpfchen, müssen hier verschiedene Gewichte hinein. Und dann passiert etwas ganz Fabelhaftes. Dann fährt hier wahrscheinlich wieder irgendetwas hoch. Genauso wie das beim Grab von Markus war. Hier kann ich aber jetzt wohl erst einmal nichts machen, würde ich sagen. Schau nochmal genau. Aber eine schöne Kapelle. Ich war da nicht drin. Und dieser steinerne Blumentopf macht mir ein wenig Gedanken. Merkwürdig. Die Erde hier hat eine andere Farbe als anderswo im Garten. Was könnte das nur... Immer noch. Ich hätte eher gedacht, dass du dann da vielleicht mal drin rumstocherst oder mal ein bisschen buddelst. Aber das macht er ja auch nicht. Also der Richard, der redet ja erst mit mir, wenn wir das Oxidationsmittel haben. Vielleicht kann mir ja die Eleanor etwas zu diesen Begrifflichkeiten Veine, Odire und Malite. Genau, so waren die drei Begrifflichkeiten. Vielleicht können die mir irgendetwas darüber erzählen. Vielleicht kann uns auch Louis noch mal etwas darüber erzählen, wobei der, glaube ich, gerade echt ein bisschen angepieselt ist. Können wir miteinander reden? Nein, können wir nicht. Was wollen Sie? Sie haben wohl heute einen schlechten Tag? Wie meinen Sie das? Erst die Türklingel, jetzt der Rasenmäher. Naja, wenigstens habe ich etwas zu tun. Ich wollte ihn sowieso neu einstellen.
Ich glaube, ich gehe jetzt. Eleanor, der mäht nicht mehr den Rasen. Erstmal direkt wieder verpetzen. Ich könnte mir die Haare raufen. Ich möchte jetzt nicht mit ihr reden. Die Tube ist halb leer. Ich habe sie mit Wasser. Und das Wasser ist voll. Hier, trink einen Schluck. Das ist doch wieder düf. Das ist ja super geil, dass ich wieder was gefunden habe. Im Grab selber. Aber was nun? Das Wasser ist ganz. Die Laternen möglicherweise, weil die sind ja auch noch blau. Kleber da rein, das Feuerzeug da reinwerfen. Wasser, den Schlüssel. Vielleicht den Schlüssel wieder abgeben, weil das Grab ist ja aufgeschlossen. Die Schlüssel, die Louis in der Jacke hatte. Was würde ich ihm wohl... Die Jacke kann ich wieder anklicken. Blaue. Irgendwo Sträucher. Blaue Sträucher. Irgendwo muss es doch was geben. Das ist nur noch die Weggabelung. Der Werkzeugkasten. Sonst brauche ich nichts aus dem Werkzeugkasten. Aber wieso brauchst du, bitteschön, wieso hast du dir den Kleber genommen? Das macht so gerade so gar keinen Sinn für mich, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Rote Blätter, grüne Blätter, blaue Blätter. An der einen Stelle macht er leider nichts. Schauen wir mal hier weiter, ob es hier noch was gibt. Es gibt ja nur noch den Brunnen. Der Brunnen, dann der Kessel. Ja, da kann ich mir noch sehr gut vorstellen, dass ich irgendwas in den Kessel quasi... Ja, alles cool. Dass ich das Wasser irgendwie mit dem Kleber verbinden kann und dann kochen sollte. Gehen wir nochmal rein. Den Teekessel kann ich nämlich wieder... Einfach das Wasser vielleicht hinein. Kleber vielleicht hinein. Jetzt sagt er gleich wieder, ich muss noch nichts kochen, ne? Er ist ganz dreckig. Ja, das hab ich mitbekommen. Brennholz, jawohl. Das nützt mir nichts. Wieso nicht? Das nützt mir... Wieso nützt dir das nichts? Willst du mich verkackeiern? Was? Boah, was ist das denn hier für ein Pixel-Hunting? Das nützt mir nichts. Warum? Das erscheint mir gerade nicht logisch, warum ihn das nichts nützt. Er ist leer, bis auf die Asche. Ja, und dann nimmst du das Brennholz? Er ist leer. Ja, bis auf die Asche. Das habe ich schon mitbekommen. Und der Teekessel. Teekessel und Ofen. Teekessel, Ofen, Kleber, Feuerzeug. Ich kann den Ofen... Ja, so kannst du den nicht anzünden. Das habe ich auch geschnallt. Also, und der Teekessel. In dem Teekessel muss ich dann wahrscheinlich vielleicht später das Wasser reintun. Nehme doch einfach das blöde verdrecktes Papier. Okay. Eine alte Zeitung. Ja, dann heb die doch auf. Ich will mir daran nicht die Hände schmutzig machen. Willst du mich verarschen? Eine alte Zeitung. Der will mich doch jetzt echt verkackeiern. Das! Ich will mir daran nicht die... Du willst dir daran nicht die Hände schmutzig machen? Hier, ich fackel alles nieder. Sommer. Wo ist denn jetzt das doofe Brennholz? Wenn der davor steht, ist es nicht mehr da. Hä?
Okay, hier hinten ist noch ein Tisch. Und da ist was total Spannendes drin. Aschebecher. Der Boden ist schwarz, als hätte jemand darin etwas verbrannt. Das sieht nicht wie die Asche von Zigaretten oder Zigarren aus. Oh, ein Aschenbecher. Sonst ist er leer. Nagel, eine Lampe. Eine kaputte Öllampe. Eine Lampe. Damit kann ich nicht viel anfangen. Okay, dann die Schublade. Ein... Ah, guck mal, da haben wir auf jeden Fall jetzt unsere blaue... Alte Kleinanzeigen. Unsere... Dort wird wissenschaftliche Fachliteratur angeboten. Okay. Zwei Anzeigen sind mit Rotstift markiert. Okay. Nur ein paar Bögen Papier, einige Spielkarten und zwei Reagenzgläser. Die nehme ich mit. Davon brauche ich nichts. Okay, dann lass ich's. Ich sehe nichts von... Nee? Gar nichts? Davon brauche... Okay, dann kombinier doch mal bitte das Blaue hier mit. Ich habe die Tinte aus dem Federhalter in das Glas gefüllt. Das wird aber nicht unser Oxidationsmittel sein. Ich bin mir so sicher. Die größte Befürchtung, die ich habe, ist, wir haben ja jetzt irgendwas Gefälschtes. Wenn er damit seine... Die Tinte hat das Wasser kräftig blau gefärbt. Ich kann mir nicht vorstellen, vor allem wenn er damit Experimente macht. Ich meine, ich bin ja auch teilweise Chemiker. Und dann im schlimmsten Fall fliegt alles in die Luft. Da sind noch Scherben. Ach ja, von dem Runterfallen. Super. Ach so, jetzt muss ich... Ja. Das ist der Rest von dem Oxidationsmittel, das ich irgendwo herbekommen muss. Hm, auf dem Etikett steht Oxidationsmittel EX52. Stimmt, jetzt muss ich... Ich muss jetzt irgendwie das Etikett lösen. Wenn ich das Etikett gelöst kriege... Das ist der Rest... Dann kann ich das nämlich mit dem Kleber hier dran kleben und dann habe ich's. Okay. Nimmst du jetzt das Brennholz? Bitte. Jawohl. Jetzt nimmt das. Ja, super, damit könnte... Das könnte doch jetzt absolut in die richtige Richtung gehen. Zuerst brauche ich Papier. Dann habe ich da ja rein zufällig eine alte Zeitung liegen. Ganz zufällig. Und dann mal rein damit, wa? Och, endlich habe ich mal jetzt eine Idee davon bekommen, was ich jetzt als nächstes machen muss. Weil sonst ist es ja immer ein bisschen vage, was man da zu tun hat. Aber das Gebilde formt sich. Ich habe ihn angezündet. Du bist mein Held. So, dann werden wir mal den Teekessel. Ich glaube, ich brauche gar nicht nachzuschauen, ob da Wasser drin ist. Da muss jetzt Wasser eingefüllt werden. Klingt ja nur logisch. So. Nein, Mist, mir fehlt noch ein Stückchen vom Bild. So, bitte einmal Wasser einfüllen. Zumindest arbeitet er da sehr akkurat, muss man ja gestehen, ne? So, dann haben wir das schon mal. Dann bringen wir nämlich jetzt den Kessel. Und dann können wir endlich den Richard ein wenig betuppen. Warum der aber nicht einfach nach Leechdale fährt und sich das Ding holt? Nein. All seine Energie steckt er ins Fälschen und in gaunerische Aktivitäten. So, dann gehe ich nochmal raus und wieder rein, in der Hoffnung, dass dann das Wasser kocht. Ja. Genau so. Und nicht anders. Ich will mal etwas versuchen. Klar, du hast es doch schon ganze Zeit zusammengebastelt, deswegen. Gut, ich habe das Etikett von der Scherbe abbekommen.
Du bist mein Held. Das Ganze mit dem Kleber verbinden. Und das Etikett da drauf. Das müsste es sein. Das Oxidationsmittel ist fertig. Ich will nur hoffen, dass Richard den Inhalt nicht näher untersucht. Ach, wird schon schief gehen. Und das meine ich im wörtlichen Sinne. Es wird wahrscheinlich schief gehen, aber ist egal. Hier, bitte, Richard, hast du dein Oxidationsmittel? Ich habe die Chemikalie, die du brauchst. Ach ja? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Es überrascht mich, dass du so schnell wieder da bist. Du musst dich sehr beeilt haben. Nun, ja. Egal. Hauptsache, ich kann mit der ersten Variante weitermachen. Danke, junger Mann. Du hast mir sehr geholfen. Oh, gern geschehen. Hoffentlich merkt Richard die Sache mit dem Oxidationsmittel erst, wenn ich längst abgereist bin. Veine odire malite. Weißt du, was das bedeutet? Hört sich an wie Namen aus der Antike. Weißt du, was sie bedeuten? Tja, das ist zwar nicht mein Gebiet, aber wenn du mir ein wenig Zeit lässt, finde ich vielleicht irgendwo hier die Antwort darauf. Danke. Ich frage später nochmal. Wann hast du William das letzte Mal gesehen? Oh, das ist schon lange her. Da muss ich kurz nachdenken. Vor etwa 8 Jahren, würde ich sagen. Warum fragst du? Er war vor ungefähr 2 Jahren hier. Hast du ihn da nicht gesehen? Er war hier? Nein, habe ich nicht. Ich interessiere mich nicht für diese Familienbesuche. Weißt du, ich habe viel zu tun. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Leider nicht. Aber es ist aus Silber. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dann überlasse ich dich deiner Arbeit. Das war dieses wunderbare Gespräch. Dann kann ich ja nur hoffen, dass wenn ich rausgehe und wieder reingehe, dass er dann inzwischen mehr weiß über Venire, Odire und bla bla bla. Verzeihung, da... Bitte, 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 bitte. Ja? Bist du inzwischen auf die Bedeutung dieser 3 Namen gekommen? Noch nicht. Ich werde eine Weile brauchen. Ich muss erst etwas anderes erledigen. Ich komme später wieder.